Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu... Oh, meine Hose ist im Weg. Warte. Zu Minecraft Dungeons. Das DLC ist da. Wir werden heute das ja spielen. Oben sieht man jetzt, dass man einmal zum Festland kann. Und dann einmal zu den Inselrealms. Da wird uns auch schon die schöne Schneeinsel angezeigt. Die sieht echt sehr schön aus. Ich denke, es werden drei Level sein. 1, 2 und 3. Und hier könnte ich mir auch 3 Level vorstellen. 1, 2 und wahrscheinlich dann hier der geheime Level. Das Level, der Level, das Level. Das geheime Level. Ja, okay, dann starten wir einfach mal hier rein. Der Düsterdschungel. Sieht sehr hübsch aus. Gab's die Hölle eigentlich schon? Das könnte vielleicht dann auch irgendwann nochmal ein DLC werden. Könnte ich mir gut vorstellen. Das Höllen-DLC. Und Pilzwald würde noch fehlen, glaube ich. Ne? Ja. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Boah, es lädt aber hier wieder lange, ne? Lange. So, heute werden wir den kompletten Dungeon uns anschauen. Das heißt, jede Ecke, jeden Stein. Die Kugel der Dominanz mag zerfallen sein, doch ihre mächtigen Splitter wurden auf der weiten Oberwelt zerstreut. Einer dieser Splitter ist im dichten Dschungel gelandet, in dem neue Gefahren im dunklen Unterholz zum Leben erwachen. Der Splitter, die Quelle der Verderbnis, muss zerstört werden, um das Land aus den dunklen Fängen der Kugel zu befreien. Okay. Oh Gott. Das wird da was hier, Leute. Irgendwelche. Verhaltet ihr auch? Okay. Geht mal bitte weg. Ganz gerne einmal durchrushen. So, ich will mal ganz kurz das wieder. Oh, es regnet hier so schön. Oh, ich liebe ja Regen, Leute. Ich liebe Regen und Schnee. Deswegen freue ich mich auch wahnsinnig auf den nächsten DLC, wenn hier alles schneit. Das ist so cool. Ich liebe Schnee. Ich liebe einfach Schnee. So, ich bin irgendwie viel zu sehr overpowered. Ich habe gerade gar nicht nach dem Level geguckt. Hat sich das automatisch geändert oder was? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall fühlt sich das hier schnell, also leicht an, dass ich nicht so viel verliere. Wie viele Geheimnisse gibt es hier? Keins oder was? Och, das ist aber. Das ist aber jetzt traurig. Wirklich traurig. Ich dachte, hier gäbe es ein paar Geheimnisse. Es sei denn, das wird hier nicht mehr angezeigt. Das kann auch sein. Also ich weiß nicht, bin mir noch nicht so sicher, was ich hier gerade halten soll. Ob das zu leicht ist oder nicht. Hä, war ich hier noch nicht, oder? Wurzelausrüstung, oh süß. Süß. Alter, ich krieg hier sowas von reingedrückt. Das ist so lustig. Hier, komm. Ein Schlag und sie sind weg. Und ich bin irgendwie vergiftet. Ich glaube, das machen diese Dinger da. Warte, so. Nee. Ah, jetzt. 0 von 0 Geheimnis, also nur Truhen, okay. Die werden mir dann zum Glück angezeigt, wenn ich irgendwann eine übersehen sollte. Hier war noch ein Stück Fleisch. Apfel. Muss ich die Ursulots eigentlich töten? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist hier wie Schweine und sowas. Hier haben wir eine Papageienstatue. Cool. Wird hier wahrscheinlich dann später ein Geheimnis sein, denke ich. Boah, hat jetzt nichts gebracht. Okay. Hier haben wir eine Vase. Oh, wow. 4 Stück, danke.
Ach, da ist auch ein Papagei. Okay. Sammeln wir da. Ah, Pfeile. Pfeile sind immer schön. Na, Leute, ihr könnt auch aufgeben. Also, ich habe nichts dagegen, wenn ihr aufgeben wollt. Ich hatte heute schon wieder so einen merkwürdigen Traum, ja? Ich war mit jemandem auf dem Zimmer. Und da, das war der letzte Tag in der, keine Ahnung, ob es ein Hotel, Jugendherberge war, keine Ahnung, ja. Es war auf jeden Fall der letzte Tag. Und ja, das hat einfach eine Abreise beschrieben, der Traum. Das war irgendwie lustig. Irgendwie, keine Ahnung, war richtig strange. Auch wieder mit den Handballleuten. Ich weiß nicht, wieso ich in letzter Zeit von meinen alten Handballleuten träume. Aber okay. Also meine alten Handballzeit träume. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht sagt mein Unterbewusst Moritz, du sollst wieder Handball spielen. Wäre ich auch völlig d'accord. Aber ich glaube, die sind alle viel, viel besser, wenn man nach. In wie vielen Jahren habe ich. Ich weiß gar nicht. Warte, ich habe 8 Jahre Handball gespielt. Von 6 bis. Nee. Von 6 glaube ich. Doch. Oder? Von 6? Ich glaube eher von 7 oder 8, ne? Jedenfalls so bis 14. 14 Jahren habe ich, glaube ich, Handball gespielt. Und dann habe ich aufgehört, weil ich keine Lust mehr hatte. Hatte wirklich überhaupt keinen Bock mehr. Ich habe mich jedes Mal gefühlt, als ob ich da verpflichtet bin, da hinzugehen. Und ich eigentlich überhaupt keine Lust hatte. Nee, ich glaube nur bis 13. Ich glaube, also ich war 3 Jahre, glaube ich, in der E-Jugend noch. Ah, nee, warte, ich war ja schon in der D-Jugend. Ich war 2 Jahre in der D-Jugend auf jeden Fall. Auf jeden Fall. In der E-Jugend, da kann ich mich am meisten erinnern. E-Jugend hat mir noch gefallen. Die Jugend fand ich irgendwie meine Mitstreiter irgendwie. Also es gab, glaube ich, 4, die ich ganz cool fand, aber der Rest, die ging mir schon sehr, sehr auf die Nerven. Ja. Und den Dschungel könnten sie auch so machen wie hier. Wird mir mehr gefallen als hier dieses ganze herumgespammen mit den Indianen, die mich dann auch nerven müsste. Ja. Ja, Geheimnisse gibt's ja hier nicht. Ach, Mann. Manchmal bereue ich, dass ich nicht dran geblieben bin an meiner Handballzeit. Ich wäre gerne noch, also irgendwie sportlich aktiv. Bogenschießen kann ich jetzt nicht so als Sport anerkennen. Also es stimmt schon, dass man dadurch richtig gute Schulter bekommt, aber mehr auch nicht, Leute. Mehr auch nicht. Ach man, ich wäre gern dran geblieben an Handball. Ich wollte partout nicht dahin. Ich weiß auch nicht mehr, Mann. Bisschen traurig, Leute. Ja. Ich meine, beim Bogenschießen habe ich auch manchmal Wettkämpfe, aber. Ja, keine Ahnung. Und was machen eigentlich diese Pflanzen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Eine Vase. Danke, danke. Noch eine Vase. Kann ich nicht lieber diese Emerald-Blöcke da mitnehmen? Die sind cooler. Die sind cooler. Und wo sind die Kisten? Ach, eine hatten wir ja schon. Stimmt ja. Stimmt, ja. Bögen sind schweineteuer, finde ich. Also viel, viel teurer als ein Handball, ja. Naja. Solange es mir Spaß macht, Leute. Aber Handball wird mir, glaube ich, auch Spaß machen mit dem. Mit der E-Jugend auf jeden Fall. Mit dem Team und der Trainerin. Das war cool. Alles danach war nicht mehr so ganz so toll. Keine Ahnung. Du.
So. Hopp. Achso, ich habe außerdem rechts Mitte in der E-Jugend gespielt und in der D-Jugend hatte ich dann Gott, was war das? Rechts außen, glaube ich. Mann, das war dann auch nochmal so ein Schlag ins Gesicht. E-Jugend die ganze Zeit in der Mitte gespielt, ja, und danach nie wieder. Was ist das denn? Den drücken wir gleich. Müssen wir hier noch was gucken? Ja, nix. Das war ein Schlag ins Gesicht, Leute. Naja, egal. Ich hatte dafür 4 Jahre Mittelfeld in der E-Jugend. Und dann musste ich leider das Feld räumen. Aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung, Leute. Ich konnte damit leben. Ich konnte damit leben. Damals habe ich auch die Minis mit trainiert, Leute. So viel Spaß hatte ich. Mich einfach gefragt, oh, hast du nicht Lust, mal mit den Minis zu trainieren? Mit mir? Da habe ich gesagt, ja klar, gerne. Gerne, gerne. Dann durfte ich die ein bisschen mit trainieren. Nur auf, Dings, auf Turnieren war ich nicht mit. Da hatte ich Besseres zu tun. Aber die haben mich bestimmt stolz gemacht. Vor allem, ich wurde ja nicht bezahlt als Kind, ne? So. Wie gesagt, ich war da vielleicht 12 oder so, als ich die Minis da mittrainieren durfte. So. Oh Gott. Was ist hier los? Oh Gott, Creeper. Also, Creeper sind ja wohl gemein, oder? Ich finde Creeper sehr gemein hier von euch. Ich meine... Hab hier eigentlich Glück. So. Müssen wir gleich mal die Werte dieser Rüstung da anschauen. Alter, ihr hättet mir zumindest hier eine bessere Truhe geben können. Ist ja hier wieder mit. So, du spürst einen Adrenalinschub durch deinen Körper gehen, wenn du dieses Ocelot. Bin ich schneller? Oh, ich wollte gar nicht mitziehen. Sind halt 500 schnelleres Rollen, Schadensregel. Boah, okay. Komm, laufen wir mal mit der süßen Rüstung hier rum. Vielleicht kriegen wir auch noch eine Waffe in dem Level hier. Denn scheint wohl so 40er Level zu sein. Also denke ich, wir sind auf der ersten Schwierigkeitsstufe. Da haben wir schon wieder einen Knopf. Drück den mal. Und dann haben wir 2 Knöpfe, okay. Ach, die muss ich sogar drücken. Ich möchte aber noch eben hier hochgehen. Okay, ich glaube, ich verstehe. Aber ist das Richtige? Ja. Wow. Toll. Okay. Eine Falle. Eine super Falle. Dann haben wir noch einen Knopf. Oh, eine Truhe unten. Aber wieder so eine Kacktruhe, weißt du? Die interessiert doch keinen. Was machst du? Ah, du hast das da oben aufgemacht. Okay. Nehmen wir trotzdem das hier, ne? So, mal gucken, ob es klappt. Ja, cool, klappt. Klappt, 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 super. Also da oben ist noch einer, den lassen wir weg. So, Pfeile, geil. Und sie haben auch noch Schrott bekommen. Das ist ja hier wieder. Ich finde das traurig hier. Ah, da haben wir eine bessere Truhe, Leute. Aber das ist nur eine Jägerrüstung, und das ist natürlich wieder bitter. Was wollte ich gucken? Oh, ich wollte keinen Blitz machen, sorry. 5 von 9. Okay. Was ist das? Achso, eine Spinne. Ja, gerade. So. Ja, wir gehen erstmal hier runter. Oh, eine Wasserspinne, okay.
stand da? Achso, ein Trank war das. Nee, ein Trank war das. Und eine Fackel. Sehr schön. Sehr schön. Oh, ich habe auch irgendwie mal wieder Lust auf ein Minecraft-Projekt. Aber ich wüsste nicht was, Leute. Ich wüsste nicht was. Am liebsten irgendwas im Schnee. Aber alle hassen Schnee. Nee, ich liebe Schnee. Ich liebe Schnee. Ich liebe Schnee. Schnee ist toll. So. Haben wir hier alles? Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Weg mit dir. Danke. Danke, danke. Oh, Alter, dieses Rollen ist so cool. So cool. Da, 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 da. Wieso singe ich jetzt? Ich weiß es nicht. Vom Handball. Hatte auch irgendwann mal einen Traum, ja, von jemandem vom Handball. Aber ich wusste seinen Namen nicht mehr. Und das ist echt peinlich. Also ich finde, Namen müsste man sich schon merken können. Aber ich wusste nicht mehr, wie er heißt. Wir waren eigentlich auch wirklich gut befreundet, tatsächlich. Aber ich kam nicht mehr auf den Namen. Meine Vermutung war Niklas oder Hendrik. Aber Hendrik glaube ich nicht. Aber es waren meine Vermutungen. Ob sie richtig sind, weiß ich nicht. Denn ich weiß überhaupt nicht mehr, wie er heißt. Das ist schon ein bisschen hart, Leute. Ich weiß. Traurig, ne? Traurig, traurig. Ich weiß nur, dass er zackige Haare hatte. Das war's. Was ist das denn hier? Eine Peitsche? Oh, warte mal eben. Ich will die mal eben ausprobieren, wenn ich darf. Eine Peitsche? Eine Peitsche! Ja, heuer, heuer! Ja. Und eine Peitsche finde ich lustig. Ich weiß mal nicht, ob das hier für ein FSK, keine Ahnung was, Spiel so cool ist, eine Peitsche. Dann fragen sie, hä, eine Peitsche, was macht man damit? Ja. Leute auspeitschen hier, sieht man doch. So, ich muss mal wieder trinken. Oh, aber gegen den erbringen ist aber nicht allzu viel, ne? Aber gegen euch hier. Ja, die Peitsche ist richtig scheiße. Darf ich das mal sagen? Ich muss mal eben hier. Hier, TNT für euch. Danke. Oh, mit dem Trank ist sie. Naja. Nicht so toll. Also, ich finde die Peitsche jetzt nicht so cool. Sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg? Oh, jo. Sind wir? Sollten vielleicht lieber oben hergehen. Sollten lieber oben hergehen. Aber ich nehme mal wieder hier meine Lewe. Denn die Peitsche ist irgendwie blöd. Hallo Ocelot. Ich muss dich leider auch besiegen, weil ich weiß nicht, ob du zählst zu den 100%. Und vielleicht erreiche ich ja die 100%, weißt du? Ich glaube, hier oben eine Sackgasse ist. Ist ja auch wieder. Echt eine Sackgasse, kann ich da nicht durch. Das ist aber Mist. Mist, 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 bin ich ja umsonst hier hingegangen. Mann, Mann, Mann. So. Also der Typ ist mir auch im Traum vorgekommen, ne? Dieser Anballtyp. Weil ich habe den, glaube ich, vor 3 Jahren im Bus gesehen. Dann hat er gesagt, oh, hey, Moritz. Und ich so, oh, hi. Nur, mir ist der Name nicht mehr eingefallen. Und ich habe auch nicht gefragt, wie er heißt. Aber ich kannte ihn auf jeden Fall. Und wir waren eigentlich ganz gut befreundet. Aber es ist schon so lange her. Der war
Der war, glaube ich, immer 3 Jahre älter als ich oder so. Trotzdem waren wir ganz gut miteinander. Naja, so ist das Leben, Leute. So ist das Leben. Alter, was ist das hier eigentlich alles? Ich meine, schön. Aber diese Ranken hier, ich verstehe die nicht. Vielleicht müssen wir gleich echt mal eine Ranke wachsen lassen. So, mal gucken, ob die wächst. Also irgendwie? Hallo? Okay, ich glaube, da passiert nichts. Ich glaube, da passiert nichts. Ich dachte, daraus kommen diese Monster. Fresser. Muss ich jetzt eigentlich hier jede Ecke hier abgehen und gucken, ob hier irgendwo eine Pflanze ist oder was? Ist ja hier auch. Ach, da war überhaupt keiner. Ein Trank. Ja, ja, geh mal weg hier, danke. Oh. Creeper weg, du weg. Ne, ich will jetzt ja aber eigentlich nicht jede Wand hier abgehen und gucken, ob da irgendwo eine Pflanze ist. Und ein Bogen. Oh wow, nur ein Bogen. Toll. Ein stinknormaler Boden, den habe ich gebraucht. Was ist das? Achso, das ist irgendwie ein Effekt. Dieses komische Fassgetränk oder so. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hier oben her. Hi. Eine Pflanze, wo eine ist, da können die anderen nicht weit sein. Ja, super. Genau. Genau, ich weiß zwar immer noch nicht, was ihr da wirklich vorhabt. Aha, hier sind auch noch welche. Guck mal, habe ich ganz gut gefunden. Sehr gut. Wie? Wir nehmen schon 22 Minuten auf. Ich komme mir echt nicht so lang vor. Wirklich nicht. Unten war ich schon, ne? Achso. Also, dann gehen wir oben lieber lang. Oh Gott, ey, ich habe jetzt aber hier keine Lust, die ganzen Pflanzen hier zu töten. Bin ich denn hier denn gelandet? Ist das der richtige Weg? Ja, ja, könnte sein. Könnte sein. Ach, falls die Frage kommt, ne? Welchen Platz wir mal in der Liga waren. Wir haben auf jeden Fall einen Goldpokal. In der ersten E-Jugend waren wir richtig schlecht, aber danach waren wir richtig gut. In der ersten E-Jugend waren wir die, waren wir, glaube ich, von den Besten die zweitschlechtesten oder sowas. Und danach haben wir aber gewonnen. Ich glaube, ein Jahr später. Ein Jahr später. Haben wir dann alle fertig gemacht. Und ein Team war immer sehr, sehr, spooky, weil die so riesig waren. Die waren richtig riesig, Leute. Da hatten wir immer alle sehr, sehr großen Respekt, weil die so groß waren. Und auch richtig gut. Richtig gut. Aber ich kann nicht den Namen der Mannschaft sagen, sonst. Obwohl ich wohne jetzt mittlerweile in Dingsibums, in Düsseldorf. Wohne ich ja jetzt eh. Deswegen kann ich ja eigentlich ruhig sagen, dass Grünbaum immer unsere härtesten Rivalen waren. So gesehen. Wenn man Rivalen schon in der Zeit haben kann. Aber ich glaube schon. Ich glaube schon. Die werden immer riesig auf jeden Fall. Da kann ich mich dran erinnern. So, nach da gehen wir ja gleich erst. Gehen wir erstmal hier hinten gucken. Hallo. Oh, hier ist eine Pfütze. Süß. Sehr, sehr schön hier. Ich würde zwar hier, glaube ich, nicht. Obwohl, im Regenwald kann man eigentlich super überleben, oder? Weil dort regnet es doch die ganze Zeit. Guck mal, es tropfen die ganze Zeit Blüten. Hier, Regentropfen runter. Das ist doch dann eigentlich der perfekte Ort, um sich niederzulassen. Oder kann man das nicht trinken? Das Wasser von den
Pflanzen runterkommt. Doch, eigentlich schon, oder? Ich meine schon. So. Müssen wir nach unten oder was? Ne, dann gehen wir erstmal nach oben. Dann gehen wir erstmal. Wie viel Geheimnis brauchen wir eigentlich noch? Noch ein paar. Gehen wir erst nach links. Och man, ey, diese komischen Pflanzen, ne? Ich weiß nicht, wer sich die überlegt hat. Ich verstehe den Sinn noch nicht. Ich kann auch mal hier TNT abfeuern. So. Ja, ich mache euch auch noch weg, bitteschön. Hier ist ein komisches Haus, okay. Ja, und ja. Toll. Hat sich ja wieder gelohnt. Also ich finde immer noch, die hätten hier viel, viel mehr Kisten einbauen können. Dass man auch belohnt wird, dass man hier erkundet. Und zwar jede Ecke hier erkundet. Ja. Oh, Level aussteht. Nice. Wie viel habe ich denn? Oh. Ein, okay. Nur ein. Achso, da waren wir. Gut, dann geht's jetzt nach unten. Nach unten. Hopp. Sehr schön. Unsichtbar. Ah, ich habe die Katze gekillt. Toll. Ein Ocelot. Ist auch nichts, ey. Ist echt. Ich würde schon sagen, ist ein bisschen traurig. Woher kommt ihr denn jetzt hier? Ihr wart vorher nicht da. Oh Gott, ich wäre fast heruntergesprungen. Ist da unten eigentlich irgendwas? Nee, ne? Okay, dann müssen wir jetzt hierher, ne? Ja. Ich finde das so cool, dass ich ja mit der Lebe einfach alles wegmachen kann und nicht wie die Peitsche einfach nur einen treffe. Oder manchmal auch zwei, aber mehr auch nicht. Mehr auch nicht. Dann läufst du denn, Creeper? So. Wo ist der Enderman? Ah, da. Oh. Bam, bam, bam. Aha. Oh, wieder ein Bogen. Also, ihr habt hier nicht gute Waffen. Keine guten Drops bis jetzt. Außer vielleicht die Ocelot-Rüstung. Die ist vielleicht ganz cool. Ah, guck mal, eine Monsterpflanze endlich mal. Die erste, die wir hier sehen. Oh, wieder ein Bogen. Ein Bogen ist doch voll langweilig. Ich gehe erstmal da hinten zur Sackgasse. Gucken wir uns da mal kurz um. Natürlich, Ranken können dürfen nicht fehlen. Hier scheint aber, ich glaube, hier ist später ein Geheimnis. Das sieht danach aus. So ein bisschen zumindest. Boah. Oh, weg mit euch. Weg mit euch. So, sehr schön. Na, ein paar Pfeile. Sehr gut. Sah seltsam hier aus. Ah ne, war nur ein Schattenbug? Ich weiß es nicht. Oh, warte, hier kann man hoch. Müssen wir natürlich hier gucken. Ob hier irgendwas ist, ne? Wird es hier einen Bossfight geben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, was ist das denn jetzt hier schon wieder für eine Kacke?
Überlebe den Hinterhalt, okay. Ah, bam. Achso, ich muss jetzt zu denen hingehen, oder was? Super. Ja, hier. Meine. Den Hinterhalt zu überleben ist, glaube ich, nicht allzu schwer hier. Oh, hallo. Oh. One hit. Wow. Okay, Creeper machen immer noch ein bisschen Schaden. Also, two hit, okay. Ja, weg mit euch. Und weg mit dir. Folge dem Pastor. Habe ich hier was übersehen? Nee, scheint nicht der Fall zu sein. Okay, dann geht's weiter. Mann, eigentlich bin ich ein Naturmensch. Ich würde niemals Lianen zerreißen oder zerstören. Denn das macht man nicht, weil schließlich gehört der Dschungel nicht mir, sondern der Dschungel gehört den anderen, ey. Ich muss jetzt echt... Oh, okay. Haha. Weg. Denn, ja, der Dschungel hat auch Gefühle. Und der mag seine Ranken. So wie hier mit dem Sumpf. Ich kann verstehen, dass die Sumpfwendiger ausgerastet sind, wenn wenn Zocker da die ganzen Schlingpflanzen zerstört, ey. Da wäre ich auch bisschen angepisst gewesen von denen. Dass sie die Natur zerstören und nicht einfach zur Seite schieben. Weil die kann man halt zur Seite schieben. Ich hatte hier angegriffen? Nee. Hoffentlich, ey. Das ist noch so eine coole Statue, okay. Aber es sieht eigentlich noch ganz gut aus, oder? Ah, weg mit dir. Da haben wir noch ein paar Pflanzen. Was seid ihr denn jetzt hier für... Ah, Dschungel. Okay. Solange hier keine nervigen Spawner sind, ist alles super. Ist alles super. Da haben wir noch eine Kiste. Ja, die schnappen uns einfach mal. Auch wenn da ein Skelett hier ist. Aber der kann uns nicht allzu viel... Überquere den Canyon. Okay. So. Muss ich dafür jetzt nach da oder wohin muss ich? Geh mal weg. Ich guck mal auf die Karte. Achso, okay, einfach den Weg hier folgen. Einfach den Weg folgen. So. Weg mit euch. Wir gehen erstmal hier oben her. Du auch weg, du Schlingpflanzi. So. Ah, Dschungelbäume. Rechts. Rechts vom Bildschirm aus gesehen. Cool. Das ist ein offizieller Weg. Oh ja, ist es. Oh mein Gott. Das hat mich jetzt kurz überrascht. Wir gehen dabei unten her, denn hier scheint noch irgendwas zu sein. Hier ist... Oh, was ist das denn hier? Untersuchen. Okay. Oh Gott, nur Creeper? Das ist aber hier schon wieder heftig, oder? Oh Gott, Leute, Leute. Habe ich es überlebt? Ich weiß es nicht. Kommt da noch was? Ah, da ist noch einer.
Das war cool. Das war cool, Leute. Das war echt cool. Das hat sich gelohnt. Bisschen Angst, hier gleich runterzufallen. Ich meine, runterfallen ist nicht allzu schlimm. Ja. Oh mein Gott, ey. Machen wir weg. Oh, so wie euch hier. Aha. Ich habe den geheimen Dungeon, glaube ich, gefunden. Geh mal rein. Aber vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Vielleicht aber doch. Ich weiß es nicht. Schauen uns hier mal einmal um. Was ist das denn hier? Achso, das ist eine Blume. Okay. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass es hier andere Dinger gibt. Vasen. Nur dann hätte ich mir auch gewünscht, dass da vielleicht noch was anderes drin wäre als nur Emeralds. Und das nicht viele. Ja, boah, das sieht hier das sieht echt cool aus hier. Wenn man hier so reingeht, das ist schon cool. Das gefällt mir bis jetzt sehr gut. Oh, Lava. Alter, ich weiß gar nicht, wo ich hier hingehen soll. Hier haben wir einen Schalter. Der macht... Weiß ich nicht. Oh, ein Bär da oben. Oh, der Bär sieht cool aus. Der Bär sieht sehr cool aus. Aber wir gehen mal nach links. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Okay. Ich hätte einfach A gedrückt. Einfach A gedrückt halten. Schaff das. Ich schaff das. Ja. Super. Massa super. Ah, cool. Und eine Rüstung. Cool. Wir gehen mal nach da unten hin. Wir müssen hier Schalter also finden. Okay, ich habe verstanden. Wir müssen jetzt hier nach Schaltern suchen. Hier ist noch einer. So. Und dann hier. Okay, cool. So, jetzt haben wir das, glaube ich. Können wir jetzt hier unten bestimmt durchgehen? Ja. Alles offen. Super. Ah, cool. Level freigeschaltet. Panda-Hochebene. Cool. Sehr cool. Das freut mich. Dann haben wir den geheimen Dungeon direkt. Ist natürlich sehr cool. Ja, da geht's raus. War schon bei 40 Minuten, Leute. Wenn andere Dungeon jetzt auch noch so groß ist, 40 Minuten, dann wären wir schon bei 1,20 und dann sind 10 Euro, glaube ich, in Ordnung, finde ich. Also ist nur meine Meinung. Und plus vielleicht so circa 30 Minuten die geheime Ebene. Sind wir dann schon bei 1,50 bei 2 Stunden für 10 Euro? Das ist, glaube ich, total in Ordnung, oder? Weil eine Blu-ray, also ein Film, kostet auch nur 10 Euro wahrscheinlich. Deswegen finde ich das, glaube ich, ganz in Ordnung, den Preis. Vor allem, wir haben ja für 10 Euro für 2 DLCs, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Stimmt, ja, dann ist der Preis auf jeden Fall okay. 6 Level für 10 Euro sind angemessen. 5 finde ich auch noch in Ordnung gewesen. Dann hätte man 2 Euro pro
Level. Aber man musste, glaube ich, 6 machen. Und außerdem sind es ja nur Mini-Dungeons. Also Sonder-Dungeons, geheime Dungeons, glaube ich. Wieder ein Bogen, ey. Oh, Alter, was will ich denn mit dem Kackbogen? Was ist nach oben? Achso, ist egal. Okay. Kümmern wir uns erstmal um euch. So, weg mit euch. Ich möchte einmal hier gucken. Hier ist aber nichts Besonderes. Hier haben wir Rankies. Und dann kümmere ich mich erstmal um euch hier. So, komm weg mit euch. Super. Auf jeden Fall, morgen kommt dann direkt schon der nächste Dungeon, der nächste neue Dungeon. Ich denke, wir machen mit dem Geheim-Dungeon einfach weiter. Und ja, also müssen wir da oben. Ach ne, hier ist eh eine Sackgasse, okay. Sehr gut, kann man hier hoch? Ne, schade. Schade, schade, okay. Gut, der hat mehr ausgehalten. Suche den Tempel. Okay. Vorräte, ich glaube, wir sind jetzt am letzten Punkt hier anbelangt. Oh Gott, was ist das denn da? Irgend so ein Krankenmagier. Ein Sumpfbändiger, Leute. Sie gibt es also wirklich. Aua. Weg mit dir. Weg mit dir. Hallo Leute. Na, habt ihr mich vermisst? Ich weiß. Deshalb ein Song für euch. Oh Gott, das sind aber viele dieser komischen Magier-Typen. Und noch eine Peitsche. Gibt's ja auch noch was anderes außer Peitschen? Bin mir auch noch nicht so sicher, ja, diese Pflanzenmagier hier. Ah, warte, achso, die beschwören diese Dinger. Okay, ich verstehe. Sind hier oben. Ah, da ist das Ziel, also okay. Interessant. Interessant, wir gehen trotzdem mal eben hierher. Achso, warte. Rechts war nur eine, links war nur eine Sackgasse, dann gehen wir da mal schnell hin. Okay, das war es hier auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher. Nee, da kommt man überhaupt nicht rüber. Okay. Okay, auch nicht mit springen. Beziehungsweise rollen. Suche nach Hinweisen. Ja, ich möchte erstmal hier diese Dinger hier weg. Oh Gott, hier ist ein Rätsel, oder was? Weißt du was? Wir gehen dann erstmal nach rechts, weil rechts ist eh eine Sackgasse. So. Weg mit euch. Ah, super. Super. Hab eine Jägerrüstung bekommen. Cool. Macht der Creeper hier was? Nee, da? Ich glaube nicht. Okay, sehr gut. Sehr gut, dann lass uns mal dieses Rätsel da lösen. Wir drücken einfach mal hier drauf. Ah, warte mal eben.
Ich glaube, ich habe dieses Gesicht. Oh Gott. Was war das jetzt hier für ein Gesicht? Ich hab's mir nicht bemerkt. Ich hab's mir angesehen und dachte eigentlich Creeper-Gesicht. Nee, es ist der Steve mit Bart, würde ich sagen. Ich glaube, das ist... Das ist, glaube ich, so richtig. Gut, der ist richtig und links war aber der Kopf mit dem Ding. Oh, warte. Das war eben hier... Doch die Pflanze hier besiegen. Ach, guck mal, habe ich schon. Sehr gut. Ich drücke einfach mal A hier. Okay, keine Creeper. Keine Creeper. Dann wieder was zum Trinken. So, weg mit dir. Oh, jetzt sind Creeper aber da. Hier, bitteschön. Ich meine, lohnt sich jetzt nicht so. Eine Peitsche, super. So, Magier, ich möchte dich mal eben hier wegmachen. So, weg mit euch. Oh, der ist auch weg. Wow. Gehe durchs Tor. Wie, keine tolle Belohnung. Finde ich aber ein bisschen traurig. Naja, cool. Hat erst begonnen, cool. Denn der alles verderbende Splitter liegt tief im Herzen des Dschungels verborgen. 47 Minuten haben wir jetzt für diesen Dungeon gebraucht. Es ist schon... Wow, fast eine Stunde, ey. Naja. Sehr cool. Ah, ich dachte gerade 100% mit besiegte Kreaturen, aber habe ich wohl doch noch ein paar übersehen. So, was kriegen wir Schönes? Ein Eisenhaut-Amulett. Okay, Leute. Das war's mit... ne? Mit Minecraft Dungeons. Wir sehen uns dann morgen im auf der Panda-Hochebene. Und ja, bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.